Man kann also sagen, die Häresien verhalten sich gegenüber dem Christentum parasitär. Sie nehmen das, was da ist, aber sie deuten es um. Und ich sagte gerade schon, mit bestimmten Aspekten und diese drei Aspekte, die ich jetzt ganz grob als Einteilung nehmen möchte, will ich eben darstellen. Heute möchte ich euch eine kleine Einführung präsentieren über die Häresien in der frühchristlichen Zeit. Das ist jetzt so ein sehr einfach gehaltener, für hoffentlich jeden und jede verständlicher Einführungsvortrag, und dann wird es einige Nachfolgevorträge geben, wo wir uns einige der besonderen Häresien im Einzelnen und genauer anschauen werden. Also, was sind eigentlich Häresien? Schon ganz früh in der christlichen Geschichte gab es ein Phänomen, das man vielleicht so beschreiben kann: Menschen oder auch Ideen oder zusammen Menschen, die bestimmte Ideen mit sich brachten, waren fasziniert von der christlichen Gemeinde und von der Botschaft des Evangeliums, der Botschaft von Jesus, auch teilweise den Briefen des Neuen Testamentes, also dem, was wir heute sozusagen als Kanon des Neuen Testamentes verstehen und der ganzen christlichen Lehre der damaligen Zeit und auch der großartigen neuen Gemeinschaft, die dort aus Juden, aus Menschen anderer Völker, aus Menschen unterschiedlichster sozialer Herkunft, Sklaven und Freien, alte und junge Männer und Frauen und, zusammengewachsen war. Aber sie haben dann, anstatt sich hineinzugeben in diese Tradition, und ich meine jetzt das Wort Tradition im eigentlichsten und besten Sinne, also Überlieferung in diese Schiene, diesen Fluss der Überlieferung hineinzugeben, haben sie versucht, ihn zu nutzen für sich und für ihre Ideen, manchmal auch für das eigene persönliche Vorankommen, vielleicht sogar finanziell motiviert manchmal, meistens aber eher auch Macht, Ehre, Ansehen, was alles so Menschen motiviert, und haben versucht, sozusagen auf dem Schiff der Gemeinde einen neuen Kurs zu organisieren. Und die Geschichte der frühen Christenheit ist unter anderem die Geschichte der Auseinandersetzung mit der heidnischen Welt, mit der Umgebung, auch mit den römischen Behörden, mit der Staatsmacht, mit dem Kaiser, mit der Verfolgung, also eine Beschäftigung nach außen und auch eine Abwehr und auch eine missionarische Bemühung und ein Erklären, eine apologetische Erklärung. Auf das Wort komme ich gleich noch, Apologie. Aber gleichzeitig auch war es eine Auseinandersetzung nach innen, weil diese Ideen, diese Menschen, die diese Ideen trugen, wie ich schon sagte, hineingekommen waren in die Gemeinde. Und man hatte natürlich nicht das immer sofort erkannt. Was ist das jetzt hier eigentlich? Ist das eigentlich noch Christsein? Ist das noch die Jesus-Tradition? Ist das noch die apostolische Gemeinde? Also die von den Aposteln herrührende Gemeinde von Jesus und seinen Jüngern? Oder ist da etwas anderes? Haben wir hier eine neue Idee, eine neue Bewegung, eine neue Religion oder vielleicht eine irgendwie geartete Verfälschung? Das, was man dann später als Häresie, also Abspaltung oder wir sagen in der Übersetzung meistens Irrlehre, Ketzerei, bezeichnen könnte. Und diese Apologie, ich habe hier mal dieses Wort Apologie aufgeschrieben, das ist ja das griechische Wort für Antwort. Apologie, Logos, kennt man das Wort. Es findet sich im Neuen Testament zum Beispiel im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, seid alle Zeit bereit zur Apologie, zur Verantwortung oder Antwortgebung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und so gibt es interessanterweise in der frühen Christenheit eine ganz starke apologetische Literatur. Und man kann auch sagen, die christliche Theologie, also wie wir sie heute studieren können an den Hochschulen, an den Universitäten, wie sie über die Jahrhunderte formuliert worden ist, wie sie in Vertretern wie
Thomas von Aquin, Augustinus und. Jetzt könnte man durch die Kirchengeschichte gehen. Also die großen Theologen, was sie formuliert haben und was heute auch diskutiert wird in der Theologie, hat zwei Wurzeln. Das ist so meine Sicht. Die eine Wurzel ist die Wurzel in dieser Bewegung der Apologie, diesem Antwort geben, seid alle Zeit bereit, Antwort zu geben. 1. Petrus 3, Vers 15. Und zweitens in der Liturgie, also in dem Lobpreis, den die frühe Kirche sehr spontan ausdrückte in Liedern, geistlichen Gesängen. Paulus beschreibt das zum Beispiel Kolosser 3, Vers 16, ermahnt einander, ermuntert einander mit geistlichen Liedern, mit geistlichen Gesängen, mit Psalmen. Und auch da gibt es diese beiden Elemente, einmal der Reichtum des Alten Testamentes, der Psalmen, die auch in der christlichen Gemeinde von früh an, schon bei Jesus und seinen Jüngern, aber dann auch in den nächsten Generationen natürlich eine wichtige Rolle spielten für die Liturgia, für die Liturgie. Aber auf der anderen Seite eben auch dieses Spontane, das, was sozusagen gewachsen ist, was dann auch teilweise so gut war, dass sie es wiederholt haben, da wurde es zu einer neuen liturgischen Tradition. Diese beiden Quellen, die Apologie und die Liturgie, also das, was man als, ich schreibe es jetzt mal hier sozusagen, wie es dann im Griechischen erscheinen würde, natürlich in lateinischen Buchstaben, dann mache ich das jetzt hier auch, Apologia, Liturgia. Diese beiden Erscheinungen, diese beiden Schwerpunkte der frühen christlichen Kirche führen dann zu dem, was wir Theologie nennen. Theologia, Apologia, Liturgia. Daraus entwickelt sich dann die Theologie. Also die Apologie war vor der Theologie. Oder war ein Ausdruck der Theologie, aber mit einer Zielrichtung. Einmal eine nach außen gerichtete Apologie. Und das sieht man dann bei den frühchristlichen Vätern. Wie gesagt, wir schauen uns dann einzelne nochmal genauer an, die gegenüber zum Beispiel dem römischen Staat, dem Kaiser, erklären, was der christliche Glaube ist. Zum Beispiel die verlorene Apologie des Quadratus aus Athen, wo wir nur ein ganz kleines Fragment haben. Oder der Brief des Diognetus, der eigentlich eine Apologie ist, oder des Mathetäs, des Jüngers an Diognetus, um es jetzt richtig zu sagen. Das sind Apologien, die nach außen gerichtet waren. Es gab aber auch Apologien, die nach innen gerichtet waren. Also der äußere Angriff durch das Römische Reich, durch die Mehrheitsgesellschaft, durch die Verfolgung, durch das Missverständnis, was damals die Heiden hatten, dass die sagten, wir verstehen das gar nicht, die beten einen Gekreuzigten an als Gott, die vergotten einen Menschen, die sprechen sich gegenseitig als Brüder und Schwester an, die achten die Standesunterschiede überhaupt nicht mehr, die essen Fleisch und Blut, ist das vielleicht Kannibalismus, was machen die da hinter verschlossenen Türen? Diese ganzen Angriffe, Missverständnisse wurden von den Apologeten adressiert, sie haben versucht, das zurechtzurücken, Justin, der Märtyrer, auch einer von diesen frühen Apologeten. Das Zweite, was mir aber jetzt wichtig an dieser Stelle ist, sind die Apologeten, die nach innen Antwort geben, die nach innen versuchen, die christliche Kirche vor falschen Wegen zu bewahren, vor falschen Ideen zu schützen. Das sind zum Beispiel Leute wie Tertullian oder Irenäus in seiner berühmten Schrift Adversus Hereses, also gegen die Häresien, gegen die Spaltungen. Heute möchte ich euch einfach eine kleine Einführung geben, die sozusagen helfen kann, das geistig zu sortieren. Weil mir ging es so, als ich Kirchengeschichte studiert habe, also im Rahmen meines Theologiestudiums, da weiß ich noch, da habe ich dieses Buch, Karl Heusi, Kompendium der Kirchengeschichte, wirklich durchgearbeitet und ich glaube sogar zweimal oder dreimal. Wenn man es öffnet bei mir, dann sieht man hier und da und überall, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so grüne Unterstreichungen und manchmal am Rande auch irgendwelche kleinen Kommentare. Aber es ging mir immer so, obwohl ich ein wirklich
sehr interessierter Mensch bin, was Kirchengeschichte betrifft, dass es mir schwerfiel, diese ganzen verschiedenen frühen Häresien auseinanderzuhalten. Valentinianer, Markioniten, Montanisten, Basiliden, Ebioniten und wie sie alle hießen. Und irgendwo hat es in meinem Kopf immer gerauscht. Und obwohl ich mich immer wieder damit beschäftigt habe, merke ich doch, es fällt mir, und wenn es dann so bei mir ist, vielleicht auch dem einen oder anderen, ein bisschen schwer, das auseinanderzusortieren. Deswegen habe ich heute den Anspruch, auf eine ganz einfache Weise und in einer ganz zugespitzten Weise diese Häresien zu erklären. Und deswegen steige ich jetzt einfach mal ein. Wir haben im Neuen Testament schon die Warnung vor den Häresien. So wird es uns gesagt, dass es falsche Christus geben wird, dass man aufpassen soll, dass man nicht irgendwie in eine falsche Lehre hineingezogen wird. Auch dort gibt es verschiedenste Bibelstellen im Timotheusbrief, in den Johannesbriefen, im Kolosserbrief, im Galaterbrief und, und. Paulus warnt immer wieder und auch Johannes warnt und auch Petrus und auch andere warnen vor dieser schleichenden Übernahme des christlichen Glaubens durch heretische Gedanken, Systeme, durch leichte Verschiebungen des Schwerpunkts, durch Neuinterpretationen. Und vielleicht ist es hilfreich, dieser Einteilung zu folgen, die ich jetzt einmal versuche. Das erste wäre also, was sind Häresien? Innerchristliche Häresien. Was sind das eigentlich? Ich sagte schon, es sind Neuinterpretationen des christlichen Glaubens unter bestimmten Aspekten. Es ist etwas anderes als eine andere Religion. Also wenn man zum Beispiel den Gottesstaat von Augustinus liest, De Civitate Dei, da gibt es eine ganz lange Abrechnung mit der römischen und griechischen Götterwelt. Das haben andere vor ihm auch schon getan. Die haben dann auch teilweise aufgrund der alttestamentlichen Kritik am Götzendienst, wie wir sie bei Jeremia oder Jesaja finden, sehr, sehr stark polemisiert, sich ausgesprochen gegen den Götzendienst und gesagt haben, wie kann eine Statue aus Silber, wie kann ich die als Gott anbeten? Oder ich nehme ein Stück Holz und schneide es auseinander, aus dem einen mache ich mir einen Götzen, Statue und dann stelle ich die mir in den Altar zu Hause hin und bete davor und das andere Stück desselben Holzes schmeiße ich ins Feuer, um dann die Suppe zu kochen. Also wie geht das eigentlich? Das hat man aufgenommen, hat polemisiert, aber das ist die Apologie nach außen. Das ist was anderes. Bei der Bekämpfung der Häresien geht es um Dinge, die sich sozusagen auf das christliche Mutterschiff eingeschlichen haben. Man kann auch, wenn man jetzt ein ganz böses Wort benutzt, es als Parasitentum bezeichnen. Man kann also sagen, die Häresien verhalten sich gegenüber dem Christentum parasitär. Sie nehmen das, was da ist, aber sie deuten es um. Und ich sagte gerade schon, mit bestimmten Aspekten und diese drei Aspekte, die ich jetzt ganz grob als Einteilung nehmen möchte, will ich eben darstellen. Es geht beim Christentum natürlich um Jesus, deswegen schreibe ich Jesus hier mal ganz zentral hin, Jesus Christus. Und die erste Abteilung der Häresien, so wie ich sie sehe, sind Jesus plus. Also Jesus alleine ist noch nicht ausreichend, sondern wir brauchen noch etwas dazu. Diese Jesus-Plus-Häresien sind schon im Neuen Testament zu beobachten. Im Galaterbrief geht es sehr, sehr stark darum. Und zwar ist dort die Häresie Jesus und die Werke des Gesetzes. Jetzt gibt es gerade in den letzten Jahrzehnten in der Theologie eine starke Diskussion darüber, was ist genau damit gemeint, mit diesen Werken des Gesetzes. Wenn man so von einer lutherischen Tradition herkommt, dann hat man vielleicht so diese mittelalterlichen Gesetzeswerke, Ablasshandel und so weiter vor Augen.
Manche führen das dann so weit, dass sie sagen, aha, wir sollen gar nichts mehr mit dem Gesetz zu tun haben. Aber wir haben gelernt, gerade in den letzten Jahren, dass mit den Werken des Gesetzes die Dinge gemeint sind. Und wie gesagt, ich sage es jetzt hier einfach und allgemeinverständlich, die das jüdische Volk definierten in Abgrenzung zu den nichtjüdischen Völkern. Mit anderen Worten, es waren die rituellen, kultischen, verhaltensmäßigen Gesetze, die eine Grenze gesetzt haben zwischen Jude und Nichtjude. Und durch Jesus ist ja der Weg auch für Nichtjuden geöffnet worden. Und jetzt war in der Frühkirche sofort die Frage, müssen die denn dann auch sozusagen diese Identifikationsmerkmale des Judentums übernehmen, also der Römer oder der Germane oder der Phrygier, der Grieche, der Ägypter, der sozusagen nicht aus der jüdischen Diaspora kommt, sondern eben nichts mit uns zu tun hat. Wenn der jetzt zu uns kommen will, ein Jesus-Nachfolger werden will, die erste Gemeinde war ja eine jüdische Gemeinde, judenchristlich, messianisch-jüdisch, also es waren Jesus-Nachfolger, die alle aus dem jüdischen Volk kamen, muss der dann nicht auch in diesen Dingen, wie wir werden, und Paulus wehrt das ab und sagt, nein, wir halten dafür, auch im Römerbrief, dass ein Mensch gerecht wird, nicht durch diese Werke des Gesetzes. Und es heißt nicht, dass wir jetzt dass die Gebote Gottes nicht halten sollten, sondern es geht um diese Unterscheidungsmerkmale. Und da gab es immer wieder die sogenannten Judaisierer. Im Galaterbrief kommen sie uns sehr deutlich vor. Im Kolosserbrief in einer etwas abgewandelten Form. Paulus schreibt gegen sie und sagt, das sind Leute, die sagen, Jesus ist nicht genug, sondern du brauchst Jesus plus. Und zwar in diesem Fall Jesus und die Werke des Gesetzes, sprich zum Beispiel die Beschneidung. Also Jesus plus jüdisch werden. Du musst, um gerettet zu sein, Jude werden. Und dieses Jesus plus Thema, wenn man es dann weiter durch die Kirchengeschichte zieht, ist ein Thema, was ganz spannend ist. Und ich will mich jetzt ein bisschen zurückhalten, aber ich kann es nicht ganz vermeiden, doch ein paar Beispiele zu geben, wo ich denke, dass auch in späteren Zeiten der Kirchengeschichte bis heute es eine Art Jesus plus gegeben hat. Zum Beispiel Jesus und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche. Extra Ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Ein früher Satz, ja, aber wenn jetzt eine Kirche, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche, dieses Wort Kirche auf sich bezieht und damit nicht zugibt, dass auch andere Kirchen die Kirche sind und es dann so interpretiert wird, wie es in der Kirchengeschichte ja nachweislich oft geschehen ist, extra Ecclesiam nulla salus, außerhalb der römisch-katholischen Kirche ist kein Heil, dann wird es ein Beispiel für mich von Jesus plus die Kirche. Also dieses Jesus und kann viele Auswirkungen haben. Jesus und eine bestimmte politische Partei. Jesus und eine bestimmte politische Einstellung. Das wechselt durch die Jahrhunderte. Früher war es natürlich eher Jesus und konservativ, Jesus und der Kaiser, Gott, Kaiser und Reich. Heute ist es vielleicht eher links, Jesus und vegane Ernährung, Jesus und eine bestimmte Auffassung, wie soziale Gerechtigkeit in unserer Welt durchgesetzt werden kann und, und. Alles das soll ja hier nur angedeutet werden, aber insgesamt ist die Idee, dass da noch was zukommen muss, dass es richtig ist. Und das sehen wir angelegt in der frühen Kirchengeschichte. Jesus und die Werke des Gesetzes, Jesus und eine bestimmte Verhaltensweise und, und. Die zweite Kategorie der Häresien ist die, die ich nennen möchte, Jesus minus.
das ist mal so schön. Jesus minus. Und auch das ist sehr spannend, dem mal in der Kirchengeschichte nachzugehen. Wo ist etwas von Jesus weggenommen worden, schon damals in der frühen Christenheit und dann bis auf den heutigen Tag? Eine ganz zentrale Minussache ist Jesus minus seine Göttlichkeit. Ich würde mal sagen, 40-50% der Häresien, wenn nicht mehr, haben dieses als Grundvoraussetzung. Jesus ist nicht wirklich Gott gewesen, sondern er ist ein Mensch, der zum Beispiel vergottet worden ist. Da hat man dann damals als Vorbild die griechischen Heroen gehabt, wie Herkules, Herakles oder andere, die sozusagen solche unglaublich tollen Typen waren. Oder Menschen wie Julius Caesar oder Augustus, Octavian, also berühmte große Kaiser, die dann irgendwann nach ihrem irdischen Leben und Sterben zu Göttern geworden sind. Und so hatte man ein Modell, sich vorzustellen, wie das auch mit Jesus war, mit seiner Gottheit. Und diese Jesus minus seine Gottheitsfraktion geht bis auf den heutigen Tag. Die Zeugen Jehovas sind ein Beispiel dafür. Die Muslime sind ein Beispiel dafür. Jesus kriegt einen bestimmten Platz, aber er ist nicht Gott. Er ist nicht Gott gleich. Er ist nicht Gott von Gott, Licht von Licht, sondern er ist in irgendeiner Weise etwas weniger als Gott. Zwar ganz, ganz hoch, aber er ist nicht Gott. Arianismus, wo sozusagen die Menschheit Jesu betont wurde, auf Kosten seiner Gottheit. Eine große christliche Bewegung, die Franken und so, die waren Arianer und erst unter Chlodwig wurden sie dann Teil der Reichskirche, also katholisch im Sinne, wie es damals das Wort zu verstehen ist. Und ich würde mal sagen, ein großer Teil der heutigen Theologie ist, wenn man genau hinschaut, auch von diesem Jesus-Minus-Virus befallen. Also der Arianismus ist zwar offiziell als Irrlehre, als Häresie abgelegt worden von der Kirche, aber wenn man mal schaut, was Theologen des 20. Jahrhunderts schreiben und man das mal unter diesem Aspekt sich anschaut, dann wird man merken, dass das Thema längst nicht erledigt ist, sondern dass es eine sehr, sehr gängige Interpretation ist, Jesus minus seine Gottheit. Eine andere Variante dieses Jesus minus ist Jesus minus der Geschichte des Alten Testamentes oder um es kurz zu sagen, Jesus minus Altes Testament. Ein Hauptvertreter dafür war Markion, den wir uns auch nochmal genauer anschauen werden, auch Marzion ausgesprochen, wenn man es mit C schreibt. Also Marzion hat empfunden, dass es einen Gegensatz gibt zwischen dem Gott des Alten Testamentes und dem Gott, den Jesus verkündet. Er hat gesagt, der Gott des Alten Testamentes, dieser Schöpfergott, der ist eine Art Rachegott, der ist zornig, der ist eifersüchtig, der straft die Menschen. Aber Jesus spricht doch von dem liebevollen himmlischen Vater und das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und auch diese Ansicht, Jesus minus das Alte Testament, ist ja etwas, was heute vielerorts zu finden ist. Genau diese Diskussion, die Markion damals im 2. Jahrhundert geführt hat, hört man sehr oft bis hin in die Hochschulen hinein, die dann sagen, ja, wir können doch nicht mehr an den Gott des Alten Testamentes glauben. Dass da sehr, sehr viel Unwissenheit sich dahinter verbirgt, sei mal nebenbei kurz bemerkt, dass der Gott des Alten Testamentes sich vorstellt als der treue Gott, barmherzig, gnädig und langmütig, dass er der segnende Gott ist, der Schöpfergott, der gute Gott, der es leben will und dass das Gericht und der Zorn, dass das sozusagen der notwendige Hintergrund für seine Liebe ist und dass auch der Gott, über den Jesus redet im Neuen Testament, nicht nur
Aya Popeia ist, der zu allem Ja und Amen sagt und der sozusagen, wo das Gericht völlig ausgeblendet ist, das ist noch auf einer anderen Seite. Das ist also hier eine sehr grob verallgemeinernde und irreführende Auffassung zwischen dem Gegensatz des Alten und des Neuen Testamentes gibt. Aber Markion hat das sozusagen bis auf die Spitze getrieben. Er hat gesagt, wir müssen die Bibel ganz neu sozusagen als Kanon festlegen. Wir müssen das Alte Testament als Ganzes rausschmeißen. Wir nehmen auch nur die Briefe des Paulus. Die werden dann auch noch ein bisschen abgeschnitten hier und da, wo es nicht ganz passt. Wir nehmen auch nur das Lukas-Evangelium und aus dem Lukas-Evangelium heraus schneidet er auch alles, was ein bisschen zu alttestamentlich in Anführungszeichen in seiner Sicht darstellt. Und dann bleibt sozusagen ein Rest Neues Testament, das markionitische Neue Testament übrig, das wir als solches nicht haben, das wir nur rückschließen können, wie das ist, aufgrund der wiederum der Schriften gegen die Häresien von Christen, die dann sozusagen das zitieren und das darstellen und sagen, warum das nicht richtig ist, warum das historisch nicht passt, warum das nicht mit Jesus und den Aposteln übereinstimmt. Also diese Jesus-Minus-Fraktion, Jesus minus das Gesetz, Jesus minus das Alte Testament, Jesus minus die Geschichte, also Jesus minus Judentum, Jesus sozusagen in einer reduzierten Form, Jesus minus seine Göttlichkeit, all das ist ein weiteres großes Thema der Häresie. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht das Verheerendste und das, was am wenigsten leicht sofort zu erkennen ist, ich nenne das mal Jesus eigentlich. Und ich mache jetzt mal hier Anführungszeichen und NN als Platzhalter. Also Jesus ist eigentlich etwas anderes. Jesus war eigentlich ganz anders, als es die Christen sagen, als es die Kirche sagt, als das Neue Testament es sagt. Nämlich Jesus war, und das ist ein Geheimnis, das nur wenige wissen, das nur die Eingeweihten wissen, das vielleicht auch durch Sonderoffenbarung oder durch Geheimlehre hindurch weitergegeben worden ist. Jesus war eigentlich nicht, ja, und jetzt kann man alles nehmen, was im Neuen Testament ist. Er war eigentlich nicht ein echter Mensch, sondern es erschien ihnen nur so. Am Kreuz wurde er nicht gekreuzigt, sondern das war ein Vorgang, der einem so nur erschien. Jesus war kein Erlöser, sondern er war eigentlich ein Weisheitslehrer. Und Jesus richtig zu verstehen, heißt nicht irgendwas mit Blut und Kreuz und Sündenvergebung, sondern etwas mit Selbsterleuchtung, mit Weiterkommen. Er ist eigentlich ja eine Art spiritueller Lehrer, der uns hilft, der dir hilft, der mir hilft, unser wahres Potenzial zu erkennen, dass wir in uns einen göttlichen Funken haben und dass dieser göttliche Funke sozusagen nur im Gefängnis dieser Welt, der Materie unseres eigenen Körpers ist und dass der freigesetzt werden muss durch Erkenntnis. Man muss also nur erkennen, dass man eigentlich selbst göttlich ist und dann braucht man auch keinen Erlöser mehr. Und wir merken, dass in dieser Interpretation Jesus eigentlich, deswegen Jesus in Anführungszeichen, Jesus NN, da kann man alles Mögliche einsetzen jetzt, dass da immer Elemente von Jesus plus die Gnosis, Jesus plus die Erkenntnis, Gnosis heißt Erkenntnis, Jesus minus, minus seine Menschlichkeit, minus sein Kreuzestod, minus das Thema Sünde, plus das Thema Erkenntnis und, dass in dieser Neuinterpretation, die man vor allen Dingen in den gnostischen Strömungen findet, dass in dieser Neuinterpretation auch Jesus plus und Jesus minus Elemente sind. Und wenn ich jetzt mal hinschaue auf unsere Zeit, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich im Augenblick die beliebteste
Version, vor allen Dingen in der westlichen Christenheit, dass es unzählige Bücher gibt, die uns erklären, dass das, was die Christenheit über die 2000 Jahre geglaubt, angebetet, weitergesagt, verbreitet hat, dass das eigentlich ein Missverständnis ist, dass Jesus eigentlich ganz anders ist. Und da gibt es alle möglichen Variationen, alle möglichen Abschattungen davon, Abschwächungen davon. Manchmal ist es sehr, sehr in your face, sodass man sofort erkennt. Manchmal ist es sehr subtil. Und ich glaube, dass diese Fraktion damals im 2. und im 3. Jahrhundert und teilweise noch im 4. Jahrhundert, bis sie endgültig ausgeschieden wurde aus der Kirche und selbst der Letzte noch erkannt hat, das ist gar nicht mehr Christentum, auch wenn es dieselben Worte benutzt, selbst wenn es dieselbe Sprache benutzt, selbst wenn die Leute direkt neben uns sitzen. Das ist aber was anderes. Sie benutzen die gleichen Worte, meinen aber im Tiefsten was anderes. Sie kommen sich auch uns gegenüber überlegen vor, weil sie ein Geheimniswissen haben, weil sie semantisch das alles auseinandernehmen können, weil sie wissen, wie es eigentlich ist, ihrer Meinung nach. Bis das ausgeschieden wurde, dauerte 2-3 Jahrhunderte. Aber danach war diese gnostische Bewegung erstmal jedenfalls im großen Teil zum Schweigen gebracht. Und das ist auch der Grund, warum die sogenannten gnostischen Evangelien in Vergessenheit geraten sind. Und wenn man nicht manche von ihnen als Fragmente oder teilweise auch relativ vollständig im trockenen Wüstensand von Ägypten gefunden hätte, wo sie sich erhalten haben, die Pergamente, dann wüsste man nur die Namen, dann wüsste man nur, es gibt ein Evangelium des Philippus, es gibt ein Evangelium des Pilatus, es gibt ein Evangelium der Maria Magdalena und. Dann wäre das alles nur Namen, die uns sozusagen in den Schriften der Christen gegen diese Häresien überliefert worden sind. Durch diese Funde haben wir jetzt einiges und haben dadurch auch ein klareres Bild, was das war, dieses Jesus eigentlich. Einen klassischen Vertreter der Neuzeit für dieses Thema, würde ich sagen, ist die Anthroposophie. Da wird Jesus auch ein bisschen minus behandelt. Er war kein echter Mensch. Er war ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen ist Jesus eigentlich ganz anders. Aber ich vermute und empfinde, dass das zurzeit auch so ist, dass bis in unsere christliche Gemeinde hinein wir diese Jesus ist eigentlich ganz anders gewesen, dass diese Häresie subtil bei uns unterwegs ist. Ja, was hilft dagegen? Was hilft dagegen? Was hilft gegen diese ganzen Verfälschungen? Der Petrus sagt es in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Heiligen Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Also er sagt, wir müssen umso fester auf das prophetische Wort achten. Jesus selbst sagt es einmal, wenn ihr bleiben werdet an meinen Worten, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Es wird im Neuen Testament immer wieder gewarnt, dass es Zeiten geben wird, wo Menschen auftreten, die sind wie Wölfe in Schafpelzen. Das heißt, man erkennt sie nicht sofort, aber am Ende offenbart sich ihr wahrer Charakter. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da merkt man, ist das jetzt wirklich aufbauend? Führt das Menschen zu einem Vertrauen auf Gott, zu einem Vertrauen auf Jesus Christus? Oder führt es sie in eine Gesetzlichkeit, weil sie irgendein Jesus und System haben und alle anderen Christen anmachen, die nicht dieses und auch noch so total wichtig finden, egal was es jetzt sei? Oder ist es etwas, wo Jesus klein gemacht wird, wo was weggenommen wird von ihm, wo wir einen reduzierten, einen Zwerg-Jesus haben? Oder ist es, wo wir einen Fake-Jesus haben, einen ganz neu interpretierten Jesus? Und man weiß es gar nicht manchmal ganz genau, was ist jetzt eigentlich das Problem? Man spürt, dass da irgendwas nicht stimmt.
An den Früchten werdet ihr sie erkennen, so sagt es Jesus. Und deswegen ist es manchmal so, vermute ich, das ist vielleicht ein bisschen eine traurige Ansicht von mir jetzt, dass man manchmal warten muss, ein paar Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, bis sich Spreu vom Weizen getrennt hat. Dass man merkt, was ist denn jetzt wirklich gemeindefördernd? Was ist wirklich missionarisch relevant? Oder was tut nur so? Was ist parasitär? Was nimmt den christlichen Glauben, saugt ihn aus, kleidet aber das, was man hat, in ein neues Gewand, oder man lässt das alte Gewand, hat aber einen neuen Inhalt und man hat sozusagen auf einmal einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium, wo ganz wichtige zentrale Dinge, wie zum Beispiel das Sühneopfer Jesu am Kreuz, was eine ganz starke Tradition schon im Alten Testament hat, vom Yom Kippur, vom großen Versöhnungstag her, von der Erlösungsgeschichte Gottes, wo das entwertet ist für einen moralischen Jesus, für einen gnostischen Jesus, für einen Selbstbestätigungs-Jesus, für einen soften Jesus oder was auch immer. Jetzt schreibe ich das als letztes. Jesus gleich. Jesus gleich der Christus. Jesus gleich der Herr. Jesus gleich der, der uns im Neuen Testament in der Bibel begegnet. Jesus plus, Jesus minus, Jesus eigentlich und Jesus der Christus. Wenn euch dieser kleine Vortrag gefallen hat, dann seid doch dabei beim nächsten Mal, wenn es heißt Glauben, Denken, sagt es weiter, abonniert es und ich wünsche euch Gottes Segen.